Gute, hier ist mal wieder euer Alex. Diesmal mit neuem Video und es geht um die richtig gesehen Apple AirPods Pro. Ja, ich habe sie mir auch vorbestellt gehabt, habe sie direkt an dem Tag, an dem Release-Tag bekommen. Kam leider noch nicht dazu, habe sie schon zwar schon ein bisschen getestet, aus Neugier natürlich, versteht sich. Der eine oder andere weiß, dass ich sehr großer Apple-Fan bin, Apple-Freak möchte man auch sagen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Auf jeden Fall sehr nice. Ihr seht, habe ich die schon rausgeholt, habe die in so einem Case drin. Werde ich euch gleich nochmal näheres zeigen. Ja, ihr seht, die AirPods Pros sehen natürlich anders aus als die normalen AirPods. Aber wie gesagt, ich war sehr skeptisch am Anfang. Muss aber sagen, mir gefallen sie sehr gut. Ja, hier seht ihr, Moment, Kamera fang ein. Ne? AirPods Pros. Ja, nichts Besonderes. Hier steht es auch nochmal. AirPods Pros, Wireless Charging Case. Hinten drauf sieht man es auch nochmal. Ja, ich kann es ja mal auspacken, auch wenn ich die nicht mit drin habe. Wie immer. Na komm her. Immer hier haufenweise Anleitung, Bildchen diesmal dabei. Richtig gut gezeigt. Gefällt mir sehr gut. Dann wieder AGB-Kram etc. pp. Diesmal kein Aufkleber dabei, weil ist ja auch nur eine Art Zubehör. Ja, dann muss man hier diese Lasche hochnehmen und einer oder andere hat sich wahrscheinlich gefragt, wo sind die dazugehörigen auswechselbaren Stecker? Die sind hier drin, also unten drunter, wenn ihr guckt, hier unten drunter sind die. Ist auch schon lustig, fällt erstmal nicht so ganz auf. Da kann man natürlich verschiedene Größen. Ich glaube, die kleinste ist S, die größte ist ML, irgendwie sowas. Ich habe Standard drauf gelassen. Ja, und mit dabei liegt ein USB-C. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Auf Lightning-Kabel. Ja, das war der ganze Zauber. Ich selber, wie gesagt, habe sie mal kurz benutzt. Muss aber sagen, für das Verhältnis, wo ich sie kurz genutzt habe, finde ich sie auf jeden Fall super geil. Und ja, dieses Case hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, von ESR habe ich mir dazu bestellt. Was heißt Case? Das ist eher so ein Gummiding. Das kann man oben drüber ziehen, unten drauf ziehen. Hat ja noch einen extra Staubschutz. Wobei ich sie eh nur auflade über Wireless. Ja, trotzdem sieht man die LED, wenn ihr seht. Ja, erstmal rausholen. Da sind sie. Und ja, der andere. Sieht halt schon geil aus. Ja, das war der ganze Zauber. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mich mal wissen, ob ihr dazu noch ein Review haben wollt oder ein Hands-on oder sonstiges. Würde ich auch machen. Ich würde mal sagen, die nächsten 2 bis 4 Wochen teste ich sie aus. Ja, und wenn ihr das Ganze mitverfolgen wollt, lasst mir doch mal einen Support da, indem ihr einen Daumen hoch gebt. Wäre super nice. Ansonsten abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst und jedes Video benachrichtigt wird. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare rein, was ihr von dem neuen AirPods Pro haltet und ja, ob ihr auch irgendwelche anderen AirPods Air habt oder findet ihr doch eher die erste, zweite Generation besser, würde mich mal interessieren. Dann schreibt es rein. Alles andere verlinke ich euch in der Videobox. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.